Leute, jetzt gibt es 80 seltsame Minecraft-Fakten. Das Video ist von Veto. Schaut unbedingt bei ihm vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Im neuen Minecraft 1.20 Update gibt es einen neuen Geheimraum in Wüstenpyramiden, wo man Sand am Boden sieht. Dort führt eine Treppe zu einem kleinen Raum, in dem man sehr viel von den neuen Suspicious Sand finden kann, aus dem man wertvolle Items bekommt. What? Das war der erste von 80 neuen Minecraft-Fakten, die du noch nicht kanntest. Und wenn du am Ende des Videos doch 20 Fakten kanntest, dann bekommst du von deinen Lehrern nie wieder Hausaufgaben. Jawohl, nie wieder. Ich gehe doch gar nicht mehr zur Schule. Na toll. Kamele in Minecraft können nur sehr weit, aber keinen Block nach oben springen. Das ist falsch, denn wenn man sie im Wasser reitet, passiert das hier. Kamele? Du kannst diesen Hund hier haben, der normal läuft, während... Junge, wie geil sind denn freaking Kamele? Und er aber die ganze Zeit nur sitzt. Dafür muss er nur sitzend in ein Boot geschoben werden. Dann gehst du aus den geladenen Chunks raus, dann wieder rein, links klickst den Hund einmal und dann machst du das Boot kaputt. Alter, das sieht so dumm aus. Das maximale Level, das man in Survival Minecraft erreichen kann, ist 2.147.483.647. Wie auch immer du das jemals erreichen wirst. Aber was passiert eigentlich, wenn du dieses... Bassi GRG-Challenge. Easy. Level hast und dann deine XP-Leiste komplett voll ist. Die Antwort darauf wird der Fakt 80 am Ende des Videos hier sein. Du kannst einen Pfeil mit nur einem Schuss durch alle drei Dimensionen schießen. Zuerst baust du in der Overworld vor dem Endportal ein Nether-Portal. Schießt dort einen Pfeil im richtigen Winkel in das Portal rein und der Pfeil wird durch die Overworld im Endportal landen. Und wenn du schnell genug bist, kannst du dich selber damit im End treffen. Also wenn Eisbären im Wasser schwimmen und man sie mit Knockback 2 schlägt, bekommen sie absolut unnötig viel Knockback im Vergleich zu allen anderen Mobs. Eine Jukebox spielt Musik ab, sobald man eine Music Disc reinlegt. Wenn man den ganzen Prozess aber etwas beschleunigt, dann braucht man die Jukebox auch gar nicht mehr, weil die Musik von alleine spielt. Okay, ich schwöre, ich dachte, das hier ist die einzige Möglichkeit, Copperblöcke zu waxen, aber anscheinend kann man das Ganze auch als Crafting-Rezept in einem Crafting-Table machen. Was bringt das, wenn ich die wachse? Wieso wusste ich das nicht? Viele von euch wissen bestimmt, dass ein Vindicator, den man mit einem Nametag in Johnny umbenennt, auf einmal Tiere um sich herum angreift. Was aber viele von euch auch übersehen haben, ist, dass dieser Vindicator wirklich jeden Mob angreift, egal wie groß oder gefährlich er ist. Allerdings gilt das nicht für seine ganzen Illager-Kollegen, die lässt er in Ruhe. Wenn du einen Raid in einem Dorf gewinnst, bekommst du den Hero of the Village-Effekt. Ja. Und sind wir mal ehrlich, so schwierig sind Raids nicht mehr. Deswegen wissen viele auch nicht, was eigentlich passiert, wenn die Illager einen Raid gewinnen und alle Dorfbewohner besiegt sind. Ach, stimmt. Denn dann tanzen alle Illager, so ähnlich wie es auch Piglins nach einem Kampf mit Hoglins tun. Die ersten 10 Fakten waren schon krass, aber warte unbedingt bis zum Ende des Videos. So sieht es aus, wenn dich Mobs ohne ihre Waffen angreifen. Hier eine Vex ohne Eisenschwert, ein Piglin Brute ohne Axt, ein Skelett ohne Bogen, nur ein Pillager ohne Crossbow ist auf einmal friedlich. Okay, da sollte ja wissen, wofür die... Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind echt geile Fakten. Die Potion hier da ist. Man wird halt auf jeden Fall weniger... Ich wusste, glaube ich, 99% davon nicht. Machen an Mobs, aber wenn man jetzt nur mit der Hand schlägt, dann, naja, macht man überhaupt keinen Schaden. Und das gilt auch für Holzschwerter, weil die genau 4 Attack Damage haben, der durch die Weakness Potion eben auch abgezogen wird. Ein Steinschwert macht zum Beispiel 5 Schaden und 5 minus 4 ist halt 1 und deswegen macht man damit wieder Schaden. Deswegen gilt es für alle Entities, also auch Feuerbälle, heißt, den kann ich hier irgendwie nicht schlagen, solange ich Weakness habe. Babyschildkröten sind die kleinsten Mobs in Minecraft und das kann dazu führen, dass wenn man hier zum Beispiel Soul Sentin packt und die man hier so reinschlägt, dass die da einfach in den Block verschwinden. Das ist wieder. Aber es ist irgendwie funny, dass man die so drin verschwinden lassen kann. Okay, passt auf, noch niemand hat was mit Dragon Breath gebraut, deswegen ist es wahrscheinlich auch noch niemand aufgefallen. Wenn ich hier Splash Potions drin habe und hier 2 Dragon Breath Potions, dann passiert hier gleich folgendes. Zum einen bekommt man natürlich die Lingering Potions, aber auch die eine Glasflasche von dem Dragon Breath zurück. Wenn man das Ganze aber jetzt wiederholt, nur mit einer Dragon Breath Potion da drin, dann verbraucht sich hier der Dragon Breath, aber man bekommt seine Glasflasche nicht zurück, das ist irgendwie Scam. Wenn du ins End gehst und erstmal die ganzen Crystals kaputt machst, und danach noch den Drachen küsst, dann kannst du ja ganz easy mit Crystals den Drachen wiederbeleben. Aber bevor du den vierten Crystal... Seit wann kann man den Enderdrachen mit Crystals wiederbeleben? Ich wusste gar nicht, dass man Crystals craften kann. Das ist, war völlig neu für mich. Seit wann ist das so? Place kannst du immer, schon immer? Durch hier einen Piston hinsetzen und dann machst du erst mit dem Crystal weiter. Dann beginnt halt dieser Prozess. Aber wenn du jetzt den Piston aktivierst, passiert Folgendes. Das ist lustig. Aber zusätzlich passiert noch das hier. Nämlich ist das Portal an, nur halt, naja, bisschen anders als gewohnt. Zusatzfakt, 75,7% von euch, die meine Videos schon, haben mich noch nicht abonniert. Also wenn du einer davon bist, abonniere mich jetzt bitte, danke. Nee, ich hab dich schon abonniert. Ich bin's nicht. Wenn du Rudel Wölfe begegnest, dann ist es erstmal gar keine so gute Idee, die zu schlagen. Auf jeden Fall solltest du schnell vor denen weglaufen. Aber dieser Abgrund hier wird sie auch nicht davon abhalten, dich anzugreifen. Ja, die können, ich wollte gerade sagen, die springen. Also zumindest einige, aber manche schaffen es trotzdem zu springen über so einen Abgrund. Der Illusioner ist ein Mob, den man leider nur mit Command spawnen kann. Und neben seiner Fähigkeit zu verdoppeln und unsichtbar zu werden, kann er noch etwas Krasses. Denn sie benutzen die Skelette ja auch ihren Bogen zur Verteidigung, aber irgendwie schießen die schneller als Skelette. Irgendwie sind die krasser damit. Junge, was kann dieser Illusionist eigentlich alles?
Das einfach ist eine Chicken Chokis, die du so in deiner Mannschaft finden kannst. Sogar ein Villager auf einem Huhn, wenn du diesen Baby-Zombie-Villager... Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, den Rest kann ich... Also vielleicht außer Baby-Villager... Wahrscheinlich ja heißt. Und das ist der Command für einen Huhn, das in 5 Sekunden ein Ei legt. Aber dieses Huhn wird niemals ein Ei legen, weil es eben einen Reiter auf sich hat. In diesem Fall ein Baby-Zombie und das wäre nicht so gut, wenn er ein Item wie dieses Ei in die Hand bekommt, weil dann wird er nie wieder despawnen. Sorry, und aus diesem Grund können Chicken Chokis keine Eier legen. Mit dem Dinnerborn oder Funman Tag kannst du ja bekannterweise Mobs auf deinen Kopf drehen. Aber was passiert? Ich habe einfach Taschentücher auf dem Boden gefunden. Achso, sorry. Eigentlich mit den Spielern, die wirklich so heißen. Naja, große Überraschung, die laufen auch auf dem Kopf rum die ganze Zeit. Zusatzfakt, mit dem Code NQR am Ende bekommst du 10% Rabatt auf alle meine Badline Cosmetics. Also sieht jetzt unbedingt etwas günstiger, weil die sehen echt geil aus. Eine Skeleton... Hat er mir damals geschenkt, war ich mega verwirrt. House Trip unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht so sehr von einem normalen Skelettpferd. Aber wenn man näher kommt, passiert das hier. Und wenn die nicht damit beschäftigt sind, sich untereinander abzuschießen, dann verfolgen die dich auch, egal wohin du hinläufst. Aber die übrig bleiben, kannst du bewegungsunfähig machen, wenn du den Skelettpferden einen Sattel gibst, so dem auch noch. Und jetzt können die sich nicht mehr von der Stelle bewegen, was irgendwie nicht so viel Sinn ergibt. Ein Fakt, den ich nie so wirklich wahrgenommen habe, aber der vollkommen logisch erscheint, ist, dass Crying Obsidian diese blauen Partikel um sich drum hat. Und das sind die gleichen Partikel, die unter Blöcken erscheinen, wenn über ihnen sich Wasser befindet. Ja, weil und das sollen wohl die Tränen sein von dem Crying Obsidian. Checkt ihr, weil Crying und... Ja, ja, aber was ist denn Crying Obsidian überhaupt? Warum gibt's das? Wer weint da? Tränen, das ergibt Sinn, oder? Man kann ja Bannern in einem Lumen solche Muster geben. Und dieses Muster sieht man einmal von vorne als auch von hinten auf dem Banner. Und es sollte ja logisch sein, dass man das Muster auf einem Banner mit der gleichen Farbe wie auch der Farbstoff halt selber, naja, nicht so erkennbar ist. Weder hinten noch vorne. Das gilt für alle Muster außer das Snout-Pattern. Denn wenn man das auf den Banner packt, dann sieht man es zwar immer noch nicht von vorne, aber dafür so ein bisschen von hinten. Und das ist das einzige Muster, womit es geht. Es ergibt ja schon viel Sinn, dass untote Mobs wie Zombies von Damage Potions geheilt werden, dafür aber von Healing Potions Schaden bekommen. Ja. Was dabei aber nicht so viel Sinn ergibt, ist der Knockback, den sie dabei bekommen. Und das ergibt dann ja nicht so viel Sinn. Es gibt eine neue Möglichkeit, Wasser illegal zu beeinflussen, indem du das hier nachbaust. Dann machst du den untersten Block hier weg und versuchst so schnell wie möglich hier einen Seagrass zu platzieren. Und dann hast du hier eine Wassersäule, die einfach so rumsteht. Ah, das sieht geil aus. Wenn du bis jetzt einige Fakten noch nicht kanntest, gibt es im weiteren Video noch viel mehr davon. Wenn man Herzen verliert, kann man ja mit Essen die wiederherstellen. Oh, das ist nicht so gut. Und genauso ist es auch bei... Das war geil, das ist nicht so gut. Mobs, dieses Pferd hat jetzt 11 Herzen und wenn es Schaden bekommt, verliert es jetzt erstmal Herzen, aber die können auch wieder durch Essen regeneriert werden. Da sind sie wieder. Aber so ganz alleine, ohne dass man ihnen Essen gibt, regenerieren Mobs keine Herzen mehr. Aus irgendeinem Grund ist es aber bei Eseln anders, denn wenn die mal Schaden bekommen und wir auf die Herzen achten, dann sehen wir, die regenerieren von alleine. Ach krass, ja, weil Esel sind cool. Wahrscheinlich die größte Herausforderung, wenn es darum geht, Bestien zu looten. Deswegen sollte man sie im besten Fall immer etwas weglocken. Und angenommen, wir werden denen jetzt entkommen, dann haben sie die einzigartige Eigenschaft, immer wieder zu ihrer Bestien zurückzulaufen. Das sieht dann so aus. Denn das liegt daran, dass Piglin Fruits an ihren Spawnpunkt gebunden sind. Dahin sieht man sie noch ein bisschen. Und wenn man die alle mal zu sich selber hintippet, dann sieht man, dass sie auf direkten Weg zu... Ich find's geil, wie sie so ganz casual, so ganz entspannt wieder zurücklaufen. ...dem Punkt zurücklaufen, wo sie herkommen. Delfine in Minecraft leben ja größtenteils unter Wasser und kommen nur alle paar Minuten nach oben, um Luft zu holen, wie er eben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch an Land überleben können. Also wir sehen, an ein paar Minuten an Land geht's ihm auch gar nicht mehr so gut. Jo, das war's auch mit dem. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie Delfine wirklich an Land überleben können. Jetzt hüpft er noch so umher, aber wenn wir jetzt mal den Regen aktivieren, dann chillt er hier einfach und es geht ihm gut. Solange es hier weiter regnen wird, bleibt er auch am Leben. Mit der 1.20 gibt es jetzt ein neues Update, was so vieles... Ey, ich habe noch nie so ein freaking Kamel in Minecraft gesehen, Junge. ...erleichtert. Für viele mag es nur ein kleines Extra sein, aber ich finde es so geil, dass man sich jetzt jedes Bild, das es gibt, so direkt aus dem Creative-Menü ziehen kann. Zum Beispiel will ich jetzt nur dieses hier haben und dann kommt halt auch nur das, was ich haben wollte. Früher war das teilweise so nervig, wenn immer da musste man tausendmal Bilder kamen und man jahrelang brauchte, um halt das Richtige da zu finden. Aber wusstest du, dass der Hintergrund dieses Bildes einfach eine echte Minecraft-Welt ist und der Seed dazu gefunden wurde? Und so sieht die Welt dazu aus. Mit diesem GIF-Command bekommt man die Uncraftable Potion. Und an sich ist sie genauso sinnlos wie Awkward Potion, Fig Potion und Mundane Potion. Mundane. Wieso gibt es die überhaupt? Aber im Gegensatz zu der Uncraftable Potion kann man die auf jeden Fall in Survival erhalten. Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit, diese Uncraftable Potion in Survival zumindest zu sehen. Und das ist mit diesem Advancement, wenn man zum ersten Mal einen Trank braut. Und da oben ist genau diese Uncraftable Potion zu sehen. Wahrscheinlich irgendwie so aus technischen Gründen müssen sie die da so reinpacken.
Wisst ihr, was ich meine? Damit irgendwie da die Grafik rausgezogen wird, um da platziert, irgendwie so. Können ja sowohl stehend als auch liegend gespawnt werden. Und das Interessante daran ist, dass es auch mit Schneegolems geht. Und im Gegensatz zu Eisen ist ja Schnee ein normaler Block, der so in deiner Welt auch vorkommen kann. Deswegen ist es durchaus möglich, dass an der Grenze von so einem Icebergs-Biom und einem Snowy Plains-Biom auch ein Kürbis spawnt. Und dann hat man bei der Weltgeneration einen natürlichen Schneegolem. Wenn du mal auf der Flucht vor einem Ravager sein solltest, dann benutzt auf gar keinen Fall Leaves, um dich einzubauen, denn, naja, also... der zerfetzt die einfach. Noch nicht der eigentliche Fakt im Wiki. Die machen auch verdammt viel Schaden. Das hatte ich letztens einmal ausprobiert. Folgendes. Ravager machen eben Leaves kaputt, wie wir eben gesehen haben. Aber auch angepflanzte Beetroots, Karotten und Weed. Aber in der Java Edition keine Potatoes. Aber irgendwie lügt das Wiki, weil wenn wir jetzt mal hier so ein kleines Feld machen, mit Karotten, Beetroot, Weed, aber dann auch mit Kartoffeln und das einmal hochzüchten und hier nochmal ein Ravager spawnen, dann passiert Folgendes mit dem Feld. Kannst du bitte auf die Kartoffeln gehen? Ich will hier einen Fakt zeigen. Und die Kartoffeln sind weg. Und jetzt machen wir noch das Weed kaputt. Was lernen wir daraus? Nicht alles, was im Minecraft-Wiki steht, stimmt auch. Für den nächsten Fakt müssen wir ins End. Aber wir müssen nicht nur ins End, sondern an das Ende vom End, wenn es Sinn ergibt. Hallo. Dafür müssen wir uns einmal an diese Koordinaten teleportieren. Und ihr seht schon, hier ist irgendwas falsch. Alle Endinseln auf dieser Linie sind das so... Das ist das Ende. Das Ende vom End? Komisch zickzackmäßig abgeschnitten. Und in die Richtung gibt es halt auch einfach gar keine Inseln mehr. Aber stell dir vor, du läufst einfach so durchs End, weil du noch eine Elytra brauchst. Und siehst dann auf einmal das hier so. Was denkst du dir dann? Jede Potion. Ich finde es interessant, dass es ein Ende gibt. Hat eine individuelle Farbe an Partikeln, die aus einem rauskommen. Zum Beispiel hat Night Vision dunkelblau. Und Slow Falling hat zum Beispiel jetzt dieses beige, I guess. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man mehr als einen Effekt hat, diese Farben sich kombinieren? Dieses beige und dunkelblau hat sich halt zu diesem hellblau, cyan, türkisen, was auch immer. Ich bin nie aufgefallen. Kombiniert. Im letzten 80-Fakten-Video habe ich ja gesagt, dass diese Struktur hier absolut sinnlos ist. Aber mit dem neuen 1.20-Update hat der Brunnen echt eine Daseinsberechtigung. Wie man hier stimmt, sieht. Das ist dieses Archäologie-Ding, ne? Das, jetzt kannst du irgendwie so Sachen finden. Bottiche und so. Von dem Brunnen findet man jetzt unter anderem Emeralds, Suspicious Stews, Pricks und Sticks. Das reimt sich. Aber es gibt noch ein fünftes exklusives Item, was man nur hier finden kann. Und das ist die Arms Apothecary Shard, die es ja, nur genau. hier gibt und man so zu einem Pot zusammen craften kann. Wenn du eine neue Welt mit diesem Seed herstellst und dich zu diesen Koordinaten teleportierst, dann sieht ja erstmal alles ganz normal aus. Aber wenn du nach oben schaust, wer ist denn er? Das ist einfach der einsamste Block, den es in Minecraft gibt. Der ist so weit entfernt von allen anderen Blöcken. Er ist genauso. Ich frage mich, wer hat das denn herausgefunden? Hä? So allein wie ich. Im 921 Update wurden ja Armor Trims hinzugefügt, womit man seine kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Womit man seine Armor so verschönern kann. Das finde ich so Website geil. Kannst du dir jede einzelne Rüstung, die es so gibt, anzeigen lassen. So was ganz geil ist, um zu checken, yo, welche Rüstung gibt es überhaupt und wie sehen die aus. Ihr habt ja bestimmt schon mal davon gehört, dass der Fischer-Villager auf seiner Schürze die alte Fischtextur hat. So sieht der Fischer jetzt aus. Aber das ist nicht die einzige alte Textur, die es noch im Spiel gibt, obwohl es schon eine neue gibt. Wenn wir uns nämlich mal eine Barrier geben, dann merken wir uns einfach mal diese Textur hier in der Hotbar. Und dann gehen wir in den Spectator-Mode. Dann klicken wir die mittlere Maustaste und hier auf dem 9. Slot ist auch eine Barrier, aber die sieht irgendwie anders aus. Hier nochmal die neue Textur und hier die alte. Das hier ist ein Ich habe keinen Unterschied gesehen. Auf Höhe 0. Mit einer Full Prod 4 Netherite Rüstung und Feather Falling 4 sowie einem Enchanter Goldener Apfel und der Turtle Binster Potion kann man einen Fall von 4504 Blöcken überleben. Also das dauert halt jetzt ein bisschen. So langsam soll ich auch mal den Apfel essen und vielleicht auch die Potion trinken. Und ich habe mit einem halben Ernst überlebt. Die Hälfte der Fakten hast du jetzt schon gesehen. Wie viel davon wusstest du bis jetzt? Wissenskontakt. Wenn ich ehrlich sein soll, ja, 99% nicht, oder? Vielleicht 100? Aber doch, ich glaube, ein oder zwei Sachen... Aber es ist schon ein bisschen komisch sein. Wenn du zum Beispiel auf ihn solche Blöcke setzt, die von Kavitation beeinflusst werden und dann sehr schnell diesen Hebel betätigst, zerfallen die Blöcke irgendwie. Mit der neuen 1.20 wurde auch der /Shard-Command hinzugefügt, ja, womit man sich jetzt auch... Das ist doch so ein Sniver. Genau, steht da unten auch. Neue Kamele, Snivers... Was ist los? Auf Mobs setzen kann und die, naja, reiten kann. Das Ganze funktioniert auch mit Crossbows. Oder auch Enderperlen. Angeln, Tridents. Oh, tut mir leid. Oh. Aber das Beste sind XP-Ops. In der neuen 1.20 gibt es jetzt die Möglichkeit, mit Commands-Blöcken solche Physik zu geben. Ein weiteres sehr nettes Feature, was mit der neuen Version hinzugefügt wurde, ist, dass man getragene Rüstung, die man anhat, direkt mit Rüstung aus der Hotbar austauschen kann. Aber wenn wir die eine Rüstung jetzt mal mit Curse of Binding verzaubern, dann sollte ich die ja nicht mehr abnehmen können. Aber warum geht das mit dieser Funktion? Also das ist irgendwie illegal, oder? Mit diesem Trick wird der Nether deutlich einfacher zu spielen. Dafür musst du dein Schild nur in der Offhand nehmen und die ganze Zeit durchblocken, während du im Portal stehst. Und sobald du im Nether jetzt auf Mobs triffst, die dich angreifen,
angreifen wollen, dann schütze ich das Schild. Und der Vorteil daran ist halt, dass du dich trotzdem... Ja, okay, das sind wahrscheinlich alles Glitches und Bugs und so weiter, die alle noch gefixt werden, oder? Dass du noch frei bewegen kannst und auch schlagen kannst und du so viel besser geschützt bist. Nametags kannst du ja dafür verwenden, um Mobs neuen Namen zu geben. Aber hast du schon mal versucht, einen Nametag zu nennen? Irgendwie geht es nicht, weil es ja schon Nametag heißt, checkt hier. Und somit kann man auch keinen Mob Nametag nennen. Außer wenn man seine Sprache von Englisch auf zum Beispiel das hier umstellt. Doch, ich glaube, es würde funktionieren, wenn du es einmal abonnieren nennst und dann wieder Nametag. Dann heißt natürlich das Nametag auch anders und man kann es wieder umbenennen in Nametag. Und so kannst du auch Mobs Nametag nennen. Und wo wir gerade bei Sprachen umstellen sind, der Nix-Fakt hat auch was damit zu tun. Denn ich bin mir ziemlich sicher, diese Funktion ist an vielen vorbeigegangen, nämlich diese Sprachanstellung, welche einfach die ganze Sprache umdreht. Oh. Also es ist zwar Englisch, aber Dirt ist jetzt dritt und halt nochmal so umgedreht. Checkt ihr? Und ich weiß nicht, wieso man auf Ernst so spielen sollte. Okay, kleiner Test an dich. Du hast 3 Sekunden Zeit für die Antwort. Okay. Was ist das für ein Block hier? Es ist tatsächlich ein Red Mushroom Block. Denn er hat neben dem weißen und dem braunen Mushroom Block die einzigartige Eigenschaft, dass er seine... Das waren keine 3 Sekunden. ...Textur ändern kann, sobald man den gleichen Block neben ihn setzt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist halt so. Aber das Interessante daran ist halt jetzt, dass wenn man diesen Block mit Silk Touch abbaut, dann bekommt man den normalen braunen zurück. Papageien tanzen ja, sobald sie Musik hören. Kannst du bitte tanzen? Hä, tanz doch. Jetzt habe ich schon mal aufgefallen, dass das gar nicht so gesund ist für die Beine von denen. Jeder sollte ja wissen, dass Netherrack unendlich lang brennt, wenn man es anzündet. Aber bitte erklärt mir, aus welchem Grund ist das bei Nether Quartz Ohr und Nether Gold Ohr nicht so? Hier, einfach beides ausgegangen. Ja, weil die haben eine andere Erzstruktur. Wisst ihr, die Komposition dieses Blocks ist ja anders. Bei dem einen ist Gold drin und bei dem anderen Quarz. Das brennt nicht so lange. Ja, speichert die Energie anders. Dr. Paluten ist so schlau. Ich meine, zu 90% bestehen die beiden doch auch aus Netherrack, oder? Ja. Das ergibt gar keinen Sinn. Minecraft, bitte fix das. Wir haben ja eben schon über Dinnerbone-Nametags geredet. Aber wenn man sich so normale Squids anschaut und die dann mal alle in Dinnerbone umbenennt, dann sieht man jetzt nicht so den krassen Unterschied zu normalen. Irgendwie sind Squids immun gegen Nametags. Wenn man im End ist und dort auf einem Obsidian einen End-Crystal platziert, dann brennt er. Man kann den Obsidian-Block dann auch austauschen mit dem beliebigen anderen Block und dort brennt es auch weiter. Aber sowohl in der Overworld... Das ist auch ein Nether, brennt da irgendwie gar nichts. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum. Warum brennt das im End, aber in den anderen Dimensionen nicht. Wenn du in die Video-Settings gehst, dann auf Other und Debug Profile auf On stellst, dann bekommst du im F-Time-Menü immer diese Pie-Chart. Und wenn du jetzt 5 drückst, dann 2. Ja, die habe ich irgendwann mal aus Versehen aktiviert und dachte so, yo, was zur Hölle, was soll das denn jetzt sein? Das war damals auch, glaube ich, mit dem F3-Befehl möglich, wenn du ganz oft F3 gedrückt hast. Und dann 3, dann kannst du so lustige Dinge sehen, wie dass hier irgendwo eine Ender-Chest versteckt ist. Und eine Glocke? Wahrscheinlich ist dort in irgendwo ein Dorf. Aber auf jeden Fall weißt du, dass jetzt hier irgendwo im Boden wahrscheinlich eine Ender-Chest sein soll. Und da ist ja auch dieser Minecraft-Account von Deadmau5 ist der einzige, welcher so eine Skin-Modifikation hat und an seinem Model extra Ohren besitzt. Das hier sind alle offiziellen Minecraft-Capes, die jeweils nur einen Spieler haben. Was? Ein Spieler? Die auch eine Baby-Variante haben. Junge, ich frag mich, wie wertvoll das ist. Also ich glaube, da gibt es einige Leute, die dafür bestimmt locker 10.000 Euro, ne, mehr. Sollte man ja paaren können, sollte man meinen. Jetzt haben wir 2 Babyschaufel. Aber aus irgendeinem Grund müssen wieder mal Eisbären aus der Reihe fallen. Denn es gibt diese kleinen Baby-Eisbären, aber es gibt irgendwie keine Möglichkeit, die zu paaren. Deswegen verstehe ich irgendwie nicht, wie die hier existieren können. Aber neben Eisbären tun auch Squids so, als wären sie irgendwie bessere Tiere. Normalerweise bekommen ja Mobs ziemlich gut Knockback, wenn man sie schlägt. Aber irgendwas ist mit den Squids falsch. Die haben irgendwie nicht so Bock. Kennt ihr noch die Zeit, als man diese ganzen Vines mit Strings davon abhalten musste, weiterzuwachsen? Ehrlich gesagt, war das ziemlich nervig und sah auch richtig dumm aus. Aber zum Glück braucht man die jetzt nicht mehr, denn man kann jetzt die Enden dieser Vines abschneiden und die werden jetzt nicht weiterwachsen. Aber aus irgendeinem Grund geht das bei den normalen Vines nicht und der wird immer weiterwachsen. Es ist so nervig, warum geht das bei denen, aber bei denen hier nicht? Es gibt seit 3 Jahren einen Test-Snapshot für das neue Kampfsystem. Das beinhaltet erstmal, dass man Linksklick durchgehend gedrückt halten kann und so fighten kann und jede Waffe einen neuen Wert für die Attack-Reach hat. So zum Beispiel kann man mit dem Schwert den Creeper hier nicht hitten. Aber mit Entscheidung schon. Ich muss ja sagen, ich fand das Kampfsystem früher eigentlich schon ganz geil. Oder wie seht ihr das? Es würde mich wirklich mal interessieren. Dieses halt, wer am schnellsten klickt und so. Das war schon krass. Also manche sind da schon derbe abgegangen. Das andere, das Neueste, ist natürlich ein bisschen taktischer, oder? Außerdem zeigt der Balken unter meinem Crosshair nicht mehr an, wie stark meine Attacke sein wird, sondern vielmehr, wie groß meine Entfernung zu einem Mob sein kann, bis ich ihn schlagen kann. Wenn ich durchgehend schlage, habe ich eine viel niedrigere Reichweite, als wenn ich meinen Schlag komplett aufgeladen habe. Außerdem sind Bogenschüsse viel ungenauer, je länger ich den Bogen gespannt halte. Also so sollte ich den Creeper ja ungefähr treffen. Aber der Pfeil landet ganz woanders. Hier zum das Vergleich finde ich ja ätzend.
Perfekt. Achso, okay. Außerdem gibt es noch diese Veränderung, dass man jetzt Potions stacken kann, was eigentlich ganz geil ist. Und dass man nicht mehr essen kann, wenn man angegriffen wird. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Im letzten 80-Fakten-Video hast du ja schon erfahren, dass man das Drachenei abbauen kann, dass sich unter Wasser nicht wegteleportieren kann. Ja? Das gilt allerdings auch für einen selber, wenn man Chorusfrüchte unter Wasser isst. Also nicht, dass man auf einmal abgebaut werden kann, aber halt das mit dem Wegteleportieren. Man teleportiert sich nicht weg unter Wasser. Zombies sind die Mobs, die die meisten Items droppen können. Unter Rotten Flashkarten, Eisen, Zombieköpfe. Aber sie können auch Kartoffeln droppen. Aber wenn man sie jetzt auch noch mit Firespec killt, dann bekommt man auch die gebratene Kartoffel. Wenn du die ganze Zeit auf Slimeblöcken rumspringst, dann kommst du nicht höher, als wenn du auf ganz normalen Blöcken rumspringst. Aber aus irgendeinem Grund gilt das für Fische nicht so. Der geht irgendwie richtig ab. Alter, ja, weil Fische, die sind ja so glitschig und Schleimblöcke sind auch glitschig. Und glitschig fliegt besser. Sieht das aus, wenn man ganz viele das spawnt? Interessant. Und das gilt übrigens auch für Guardians. Irgendwie cool. Wir haben ja schon über einige Commands geredet, die in 1.20 neu dazukommen. Und jetzt gibt es noch einen. Das ist ein normaler Diamantblock. Ja. Und das ist ein sehr großer Diamantblock. Also der ist echt ziemlich groß und der wird immer größer. Hilfe. Dafür, dass man 1 Milliarde Mal durch ein Portal gegangen ist, dann bekommt man folgendes Advancement. Almost there, visited over billion dimensions. Das hier sind alle Variationen von Noteblock-Geräuschen, die es so gibt. Und in 1.20 funktioniert das jetzt auch mit Mobköpfen. Das finde ich geil. Oh. Wenn man einen Kopf springt, dann dauert es. Junge, wie geil ist das denn? So haben Notenblöcke und so halt echt mal einen Sinn. Und wenn man dann so in seiner Base die ganzen Sachen hat, auch so cool zum Sammeln einfach. Nicht lange, bis man da durchgefallen. Weil Schallplatten habe ich nie so gefühlt. Sorry an alle Schallplattensammler. Yes. Aber egal aus welcher Höhe und mit welcher Geschwindigkeit solche Gravitationsblöcke in das Kopf fallen, sie werden es niemals durchschaffen, weil sie vorher als Item gechoppt werden. Du schaffst es. Und da ist er kaputt. Wither werden keine untoten Mobs, wie zum Beispiel Zombies, angreifen. Alle lebendigen Mobs dafür schon. Es gibt aber einen lebendigen Mob, den der Wither nicht angreift, und das ist der Ghast. Irgendwie sind die Homies. Das Texture Pack mit den meisten Downloads ist X-Ray Ultimate, und weil ich das nicht unterstütze, muss ich euch diesen Typ zeigen, wie er es nutzt. Die Mod mit den meisten Downloads ist Just Enough Items, in der man alle Crafting-Rezepte Das war auch in jedem Modpack, nutzt man das eigentlich. Im Spiel sehen kann. Jeder kennt es, man schwimmt so durch den Ozean und sieht auf einmal gar nichts. Das Problem kann man aber easy lösen, indem man seine Kameraperspektive knapp unter die Wasseroberfläche setzt. Und das sieht dann so aus. Jeder sollte ja wissen, dass ein Evoker ein blaues Schaf in ein rotes verwandelt. Ah ja, das weiß ich. Das habe ich schon oft gehört. Das Unterstrich heißt, weil die Farben rotieren ja die ganze Zeit. Aber wenn ich es jetzt blau färbe, dann verändert sich erstmal gar nichts an dem Schaf selber. Aber die Evoker haben trotzdem Bock, es zu verwandeln. Aber irgendwie schaffen wir es nicht. Aber nur kurz. Selbst können nicht zu Skalkblöcken gemacht werden. Sie bekommen nur die Skalkwains auf sich drauf. Womit man zum Beispiel geheime Nachrichten in den Boden schreiben kann. Das hier ist der explosivste Firewallstar. Ja. Und kombiniert mit einem Gunpowder und einem Papier ergibt sich daraus die explosivste Rakete. Und das passiert, wenn man damit fliegen will. What? Mit diesem Command spawnst du einen Mob, der absolut nichts kann und einfach nur rumsteht. Aber das ist bei einem Elder Guardian irgendwie anders, denn auch wenn er keine AI hat, also eigentlich nichts tun sollte, verfolgt er dich immer noch mit seinem Auge. Es können bis zu 3 Piglins auf einem Hoglin reiten und die wechseln sich dann auch immer so ab. Und wenn sich mehr Piglins rumbefinden, dann wechseln die sich auch so ab. Geil. So sieht ein ungeladener Crossbow im Inventar aus und so, wenn er auf dem Boden liegt. Und so sieht er aus, wenn er geladen ist. Aber warum ist er immer noch ungeladen, wenn er auf dem Boden liegt? Das ergibt ja, frag doch mich nicht! Einer der seltensten Blöcke, die man in Minecraft natürlich finden kann, ist der Raw Iron Block. Aber aus irgendeinem Grund kann man Raw Copper und Raw Gold Ore nicht finden. Hierzu will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Einfach nur, warum geht das? Also bitte erklärt's mir, bitte. Ach ja, und das passiert, wenn man mehr als 2.147.483.647 Level hat. Die bleibt, sie schwebt. Einfach wieder bei Null. Und jetzt schaut das Video nicht so an für noch mehr Minecraft-Fakten. Junge, wie mies ist das denn? Es geht wieder auf Null. Als ob. Ja, geiles Video. Schaut unbedingt beim Video vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und danke fürs Zusehen.